Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisikfefix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 7. Thema: Verschiedene intelligente Rassen, die außer euch noch auf der Erde leben. Mephisikfefix. Die Nachfahren der Atuna, eine Gruppe, die sich selbst entschieden hat, hier probeweise zu bleiben, ist eine Rasse, die als Berater eurer Eliten fungiert im Tausch gegen Mittel zum Überleben. Sie sind zwar sehr intelligent, mit einem IQ von über 160, jedoch wenig praktisch veranlagt. Anatomisch ist ihr einziger Unterschied zu euch der verlängerte Schädelknochen und der fehlende Gaumen. Außerdem gibt es zwei Rassen von Wassermenschen, die ähnlich wie Amphibien atmen. Es handelt sich um eine sehr alte Gattung, die schon seit über 50.000 Jahren eure Meere besiedelt und so aussieht wie eine Kreuzung aus Meeressäugetieren, Beispiel Delfin, mit Menschen. Des Weiteren gibt es noch isolierte Gruppen von, wie ihr sie nennt, Sasquatch, eine menschliche Rasse, die ehemals von intelligenten Reptilienwesen hierher gebracht wurde. Sie sollten eigentlich bei der Jagd helfen und ihnen dienen, was sie jedoch nicht zufriedenstellend taten, und seitdem waren sie auf sich selbst gestellt. Isolierte Gruppen uralter Wesen namens Satyr, die mit eurer Mythologie in Verbindung gebracht werden, sind das Ergebnis ehemaliger DNA-Experimente von verschiedenen Reptilienrassen, die damals, vor über 30.000 Jahren, euren Planeten aufsuchten. Dies ist eine der wenigen alten Versuchsrassen, die bis heute überlebt hat, und zwar in kleinen isolierten Gruppen in unbewohnbaren Gegenden eures Planeten. Von den intelligenten Insektenwesen stammt die Gattung, die ihr Nachtwanderer nennt. Sie leben ebenfalls in isolierten Gruppen und verstehen sich gut mit den Sasquatch. Sie sind hierhin gekommen, um Lebensformen in eurer Insektenfauna zu erforschen, welche mannigfaltig und einzigartig ist. Diese sind bis heute auf dem Planeten geblieben und haben immer noch Raumschiffe, um zu ihrem Heimatplaneten zurückkehren zu können. Sie haben sich entschieden, hier zu bleiben und zu gucken, was das Leben auf diesem Planeten zu bieten hat, während sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft ihres Planeten seitdem Berichte zukommen lässt. Insektenwesen denken ganz anders als wir, und manchmal ist es schwierig, mit ihnen über Themen, die nichts mit Pflichten oder Richtlinien zu tun haben, zu philosophieren. Isolierte Gruppen von Reptilienwesen, welche von einer bestimmten Gattung von Gris unterstützt werden, sind in Stützpunkten der Regierungslabore gestrandet, der die Galaktische Gemeinschaft 2012 mit einem Ein- und Ausreiseverbot für reptilische Raumschiffe dafür gesorgt hat, dass sie euren Planeten nicht mehr verlassen können. Eine weitere Hybridrasse hat hier seit Tausenden von Jahren in den entfernten Bergen von Tibet isoliert überlebt. Viele Pleiadier leben sowohl innerhalb eurer Gesellschaften, mittels Inkarnation, als auch als Beobachter, mittels ihrer Raumschiffe, seit mindestens 100 Jahren unter euch. Sie werden von den meisten Menschen für gewöhnliche Erdbewohner gehalten, da sie hier nun schon seit über zwei Generationen geboren wurden. Sie dürfen eure Gesellschaften nicht beeinflussen und stehen im ständigen Austausch mit ihren Teams. Diese haben die Überwachung eures Planeten, nach der Detonation der ersten Atombombe durch euer Militär, verschärft. All jene Rassen, die sich aufgrund zu großer physischer Unterschiede zu menschlichen Gattungen verstecken mussten, wurden durch ihre Isolation quasi an ihrer technologischen Entwicklung gehindert.
Das heißt jedoch keineswegs, dass dementsprechend auch ihre mentale und spirituelle Entwicklung darunter gelitten hat. Ich wiederhole hiermit nochmal meine Warnungen bezüglich unserer bevorstehenden Offenbarung. Was unseren Kontakt mit euch Menschen vom Planeten Erde betrifft, so könnt ihr sicher sein, dass eure Regierungen zum Ende hin Kampagnen gegen einen Kontakt mit uns starten werden, worin sie uns böse Absichten unterstellen werden. Dazu gehört die Inszenierung gewisser Angriffe mit der Vernichtung von Leuten, um die Bevölkerung gegen uns Außerirdische aufzuhetzen und sie dann in vorher festgelegte Massenvernichtungslager zu bringen, angeblich nur zur Untersuchung. Dies ist ein Thema, worauf ich gerne noch näher eingehen würde, aber so viel sei sicher, bereitet euch auf eine größere Kampagne vor, die gegen die vermeintlich gefährlichen Außerirdischen gerichtet ist. Lasst euch jedoch keinesfalls von solchen Versuchen eurer Eliten, die Bevölkerung zu reduzieren, täuschen. Alle Außerirdische, die zu diesem Zeitpunkt versuchen werden, mit euch Kontakt aufzunehmen, sind freundliche Rassen, die von der galaktischen Gemeinschaft überwacht werden. Die gegenwärtigen Führungskräfte eures Planeten sind meist auch nur Marionetten jenes Systems, welches die Eliten euch aufzwingen wollen. Viele von ihnen sind mit der Situation auch nicht einverstanden, besitzen aber nicht die nötige Charakterstärke, um ihre bisherigen Positionen aufzugeben. Diese willensschwachen Leute werden sicherlich von dem neuen Frequenzband des Planeten ausgeschlossen werden, das heißt, sie werden in der nächsten Generation nicht länger hier sein. Ende der Botschaft.